Nein, mein Name ist Frau Kandolfi. Das sind unsere Nachrichten im Überblick. Landwirtschaftspaket, wenn es versetzte Beamte entwickelt. Mehr anständige Reporter beschweren sich über die Hilfe Firmen und Nordschleswigerin Kirsten Eller wird neue Chefin von DR Süd. Staatsminister der Präsentation des Landwirtschaftspakets schweren Druck auf Beamte im Landwirtschaftsministerium ausgelöst haben. Ein politischer Kommentator bei ICMDK sagt, das macht deutlich, weshalb der Landwirtschaftspolitik aufgetreten ist. Es sei ziemlich ungewöhnlich, dass ein Staatsminister einer mandatsmäßig schwachen Minderheitsregierung sich so hochschaut und fast willens ist, das Leben der Regierung für eine Ministerin aufs Spiel zu setzen. Lücke hatte damit gedroht, Neuwahlen auszuschreiben, doch schließlich stürzten die konservativen Umwelt- und Nahrungsmittelministerin Eva-Kjer Hansen. Im vergangenen Jahr haben sich wesentlich mehr ausländische Konsumenten über dänische Firmen beschwert als zuvor. In den meisten Fällen ging es bei den Klagen um unerwünscht zugesendete Waren und Abonnements. Dies ergab eine Analyse der Verbraucherschutzeinrichtung Verbraucher Europa. Demnach stieg die Anzahl der Beschwerden über Abos und nicht bestellte Pakete innerhalb eines Jahres um 4%. Die neue Chefin von DR Sylen Abmrad ist eine gebürtige Nordschleswigerin mit Wurzeln in der deutschen Minderheit. Kirsten Eller, die mit Deutsch und Synergist als Muttersprache aufwuchs, wechselt zum 1. Juni von der Zeitung Sylandsposten in Aarhus nach Abmrade. Weitere Nachrichten auf nordschleswiger.de. Das waren die Nachrichten vom Nordschleswiger aus Abmrade. Alle Nachrichten auch zum Nachlesen auf www.nordschleswiger.de.